Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier in Jakendar in der Piratenbucht, hatten in der letzten Folge jetzt mit Skip geredet, hatten ein paar neue Aufträge jetzt bekommen. Skip ist auf dem trockenen Fleisch für morgen, die versunkene Stadt, eine Rüstung der Banditen. Da haben wir schon einiges Neues, vor allem auch die Vermissten hatten wir ja. Die Leiche eines Fischers liegt in den Ruinen östlich des Lagers der Wassermagier. Das heißt, hier müssten wir auch nochmal nach Osten gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. So. Aber ich würde hier mal mit Madrid. Bist du hier, was? Gut. Wir können jeden Mann gebrauchen. Ja. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Im Moment ist es ruhig im Lager. Also werde ich mich ein bisschen entspannen. Und an deiner Stelle, ja, würde ich dir das Gleiche empfehlen. Seit die Banditen da sind, kann sich das schneller ändern, als uns lieb ist. Okay, was weißt du über die Banditen? Was weißt du über die Banditen? Du meinst, außer dass sie mordsgefährlich und uns zahlmäßig weit überlegen sind? Ja. Sie haben Gold wie Heu. Nun zumindest hatten sie Gold wie Heu. Ihre letzte Lieferung haben sie nicht bezahlt. Aber ich bezweifle, dass das daran liegt, dass den Mistkerlen das Gold ausgegangen ist. Ich denke eher, sie sind komplett größenwahnsinnig geworden. Ja, was weißt du über Francis? Was weißt du über Francis? Du meinst außer, dass er faul und unfähig ist? Ja. Lass mich mal überlegen. Nein, mir fällt sonst nichts ein. Okay, also der sagt nichts Neues. So, Brandon? Möchte ich auch nochmal reden? Ach, krass. Mit man F. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Mit F kann man sowas. Alter, hey. Wie geil. Sieh an, ein Neuling. Und eine Landratte noch dazu. Bist ein bisschen dürr für einen Piraten. Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Warte mal. Nee. Kann nichts erkennen. Alles beim Alten. Was ein Arsch. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Dir? Jede Wette. Ich könnte dir beibringen, stärker und geschickter zu werden. Aber warum sollte ich das tun? Weil ich dir einen Drink spendiere? Nicht schlecht, Kleiner. Du hast direkt ins Schwarze getroffen. Aber komm ja bloß nicht mit so einem billigen Fusel an. Ich besorge dir einen Grog. Ich besorg dir einen Grog. Willst du mich vergiften? Mit der Brühe kannst du mich jagen. Weißt du, was da drin ist? Der alte Samuel hat auch gutes Zeug. Hol was davon. Hast du schon mal Samuels Spezialrezept probiert? Nein, noch nicht. Dann halt dich ran. Das musst du probiert haben. Ich liebe das Teufelszeug. Ich mag seinen Akzent. Okay, dann hatten wir hier noch Garrett. Sieh an, ein neues Gesicht. Und das keiner von den dreckigen Banditen will ich doch hoffen. Ich bin Garrett. Wenn du irgendetwas brauchen solltest, frag zuerst mich. Ich kann dir fast alles besorgen. Also, Wein, Waffen und vieles, was man sonst so braucht. Außer Schnaps. Wenn du einen ordentlichen Schnaps willst, geh zu Samuel. Okay, wer ist Samuel? Wer ist Samuel? Unser Schnapsbrenner. Er hat seine Höhle etwas abseits des Lagers, direkt am Strand. Nicht schwer zu finden. Geh einfach Richtung Norden. Ich kann dir nur raten, dich gut mit Grog einzudecken. Einige der Jungs hier sind neuen gegenüber nicht gerade aufgeschlossen, verstehst du? Da kann ein ordentlicher Schluck Grog Wunder wirken. Ja, da glaube ich. Wo bekommst du deine Waren her? Wo bekommst du deine Waren her? Skip bringt immer eine Menge aus Korinis mit, wenn er rüberfährt. Bis vor kurzem hat er einiges davon direkt an die Banditen verkauft. Aber seit es mit den Banditen Krieg gibt, landet der ganze Kram bei mir. Hm. Was weißt du über die Banditen? Was weißt du über die Banditen? Dazu frag am besten mal Skip. Der hat einen ganz schönen Tanz mitgemacht mit den Kerlen. Das kann ich dir sagen. Greg hat angeordnet, alle Banditen, die sich in der Nähe des Lagers blicken lassen, abzumurksen. Hm, okay, dein Captain Greg, wie ist er so? Dein Captain Greg, wie ist er so? Er ist ein harter Knochen, kann ich dir sagen. Und raffgierig bis aufs Blut. Er lässt unseren Schatzmeister Francis immer gerade so viel zahlen, dass es zu keiner Meuterei kommt.
Und wenn einer von uns mal was wirklich Wertvolles erbeutet, reißt er sich selber unter den Nagel. Ich hatte mal den Kompass von der königlichen Fregatte mitgehen lassen. Greg, der Mistkerl, hatte mir natürlich abgeknüpft. Ha, vermutlich hat er ihn irgendwo verbuddelt, genau wie alle seine anderen Schätze. Das ist doch schon lange bekannt. Wo könnte Greg den Kompass vergraben haben? Greg sagte mir mal, dass der Tod über meinen Kompass wacht und hat mich ausgelacht. Sonst noch was? An der südlichen Küste gibt es einen Strand. Der ist nur über den Seeweg zu erreichen. Greg soll öfter mal dort gewesen sein. Vielleicht findest du da was. Ich habe mich selber schon mal dort umgesehen, aber die Gegend wimmelt von Monstern. Wenn du es wirklich wagen willst, vergiss nicht, eine Hacke mitzunehmen. Okay, was kannst du mir über Francis erzählen? Greg hat ihm das Kommando übertragen, während er weg ist. Aber als Captain ist Francis ein Versager. Er kriegt morgen ja noch nicht mal dazu, seinen Hintern aus dem Bett zu bewegen. Henry und seine Jungs sind die einzigen, die hier was tun. Die anderen machen sich hier einen schönen Tag, statt zu arbeiten. Ich kann nur hoffen, dass Greg bald wieder da ist. Ich mag die Piraten jetzt schon. Ordentlich in den Arsch treten. Ich mag die Piraten. Gibt's was Neues? Seit Greg weg ist, passiert hier gar nichts. Ich hätte das anders gemacht. Okay, handeln? Zeig mir deine Ware. So, was? Der hat hier... Ne, das sind meine Schlüssel, oder? Das sind meine. Das ist sein Item. Schwerer Zweihänder. Das liegt meins. Jetzt haben wir hier einen Blutkelch. Die Laborwasserflasche kann weg. Säge kann weg. Oder das Beutel. Lurkerklau kann weg. Die Zähne können weg. Goldbrocken. Sumpfkraut nutzen wir eigentlich gar nicht mehr. Den silbernen Ring. Wie viel kann weg? So, das Erz behalten war. Das ist doch alles nur geringer. Hier, Kopf der Fangheuschrecke kann weg. Das kann weg. Haben wir sonst noch was, was weg kann? Waffen haben wir ja einiges. Oh! Stimmt, die beiden wollten wir noch behalten, aber hier, das kann weg. Das interessiert mich nicht. Das. Das ist eine schlimme Sache. Die Armbrust kann weg. Das kann weg. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn schwarzes auch nicht Erz. Ich habe keine Ahnung, wofür das schwarze Erz das gut ist. Auch immer gesagt. Das ist doch schon schwerer Zweihänder. Orkschlechter, Riesenmachete, Machete. Das ist doch schon lange bekannt. Das alte Riesenmachete. Ja, die Macheten sind nicht so. Also, komm mir nicht so. Die geilen Dinger. Wie sieht's denn eigentlich aus? Stärke sind wir bei 95. Fehlen noch 5. Und zwei Hände haben wir Meister, aber bei 63. Das ist doch alles nur Gerede. Dann hatten wir hier irgendwo noch Bill, glaube ich, hieß der. Ne, Bones. Bones hieß er. Kannst du mir was über Francis erzählen? Guck dich doch mal um. Die einzigen, die was tun, sind Henry und seine Jungs. Morgen liegt den ganzen Tag im Bett oder lässt sich volllaufen. Bei Greg gibt's sowas nicht. Wenn ich spurt, kriegt er einen Tritt in den Hintern. So ist das. Und wie läuft's? Naja, ich komm klar. Ist ein bisschen langweilig, aber wenigstens muss ich nicht arbeiten. Ich bereite mich gerade auf meinen nächsten Auftrag vor, den Greg mir gegeben hat. Welchen Auftrag? Das darf ich nicht sagen. Nichts für ungut, Kleiner. Aber ich habe mir das Privileg hart erarbeitet und habe keine Lust, es wieder zu verlieren. Kannst du mir was beibringen? Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Wer kann mir hier was beibringen? Henry und Morgan führen unsere Entertrupps an. Sie können dir beibringen, wie du besser kämpfst. Henrys Leute sind alle mit Zweihandwaffen ausgerüstet. Morgan mag mehr die schnelleren Einhandwaffen. Wer noch? Keine Ahnung, für was anderes habe ich mich nie interessiert. Aber ich bin mir sicher, dass Alligator Jack oder Samuel dir bestimmt noch den einen oder anderen Trick zeigen können. Okay, mit Samuel müssen wir dann auch nochmal reden. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, dann gucken wir mal, wo gibt es hier noch Leute? Ich möchte die alle mal kennenlernen hier. Ich finde die bisher super sympathisch. So, hier. Ach doch, hey, es gab ein Bild. Alles klar bei dir? Was ist los? Schickt Henry dich zu mir? Kannst ihm sagen, er bekommt seine Bretter, sobald ich fertig bin.
Wenn ihm das nicht passt, kann er sie auch gerne selber sägen. Kann ich hier bei... ich suche Angus und Hank. Was machst du mit den Brettern? Was machst du mit den Brettern? Die sind für die Palisade, du Depp. Greg hält es für eine gute Idee, unser Lager damit zu sichern. Also wenn du mich fragst, können wir uns die Arbeit sparen. Falls die Banditen wirklich vorhaben, uns anzugreifen, wird sie auch die lächerliche Palisade nicht aufhalten. Wir hätten sie niemals in unserem Tal dulden dürfen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich in Corinnes geblieben. Du warst in Corinnes? Du warst in Corinnes? Ja, ich habe mich da mit Taschendiebstählen und kleinen Gaunereien über Wasser gehalten. Aber als immer weniger Schiffe kamen, gingen die Geschäfte immer schlechter. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, für ein paar Krumen Brot vor der Miliz wegzulaufen. Ich habe mich dann Greg angeschlossen. Jetzt sitze ich hier fest. Den ganzen Tag am Sägen, um eine Palisade zu bauen, die sowieso keinem was bringt. Kann ich dir beim Sägen helfen? Kann ich dir beim Sägen helfen? Lass nur, ich schaff das schon. Ich bin noch nicht so lange dabei. Und wenn ich andere meine Arbeit machen lasse, komme ich hier nicht weit, verstehst du? Okay, ich suche Angus und Hank. Ich suche Angus und Hank. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Wahrscheinlich wurden sie von den Banditen erwischt. Ihr wart doch befreundet, oder nicht? Alles, was ich weiß, ist, dass sie sich in einer Höhle hier in der Nähe mit den Banditen treffen wollten. Sie muss irgendwo außerhalb unseres Lagers im Osten sein. Wo genau, weiß ich nicht. Ich bin selbst nie da gewesen. Am besten, du fragst Alligator Jack mal danach. Der treibt sich doch ständig vorm Lager herum. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Nun, ich könnte dir zeigen, wie man andere Leute Taschen plündert, ohne dass sie etwas merken. Aber du solltest einigermaßen geschickt sein, sonst kommst du an die wirklich wertvollen Sachen nicht ran. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht. So, da oben haben wir jemanden. Hier unten gibt's auch noch was. Ich gucke mal. Hier ist jemand. Morgen, da haben wir den. Den guten alten was Morgen. Was ist los? Ich habe hier eine Lieferung Fleisch. Ich habe hier eine Lieferung Fleisch. Puh. Ich brauche erstmal einen Schluck zum Wachwerden. Alle Säufer hier. So, besser. Also nochmal, was willst du? Ich bringe eine Lieferung Fleisch von Alligator Jack. Ich erinnere mich, genau. Das Fleisch, gib her. So, und was machst du hier? Was machst du hier? Greg hat mir das Kommando über einen der beiden Entertrops gegeben. Ich bin für die Versorgung des Lagers zuständig. Darum kümmert sich Alligator Jack. Außerdem bin ich dafür verantwortlich, dass die Biester hier in der Gegend nicht zu nah ans Lager kommen. Darum kümmern sich die Jungs. Ich hab ihnen gesagt, ich will hier kein einziges Vieh mehr in der Nähe sehen. Wenn Greg zurückkommt. Boah, ich muss auch selber gehen, so wie der am Gehen ist. Tust du auch mal was? Tust du auch mal was? Hey, nicht frech werden. Ich hab die wichtigste Aufgabe von allen. Schlafen. Ich kümmere mich um die Ausbildung meiner Leute. Ich mache sie zu den besten und furchtlosesten Kämpfern, die jemals auf diesen Gewässern gekreuzt sind. Außerdem ist es ja nicht so, dass die Jungs nichts davon haben, ihre Arbeit zu machen. Sie bekommen einen ordentlichen Sack voll Gold dafür. Was hältst du von Francis? Was hältst du von Francis? Der ist mir egal. Solange er mich in Ruhe lässt. Ist er nicht der Boss hier? Er hält sich für den Boss. Aber irgendwann ist Greg wieder da. Und dann wird Francis wieder schön, brav Bretter sägen. Kannst du mich auch trainieren? Kannst du mich auch trainieren? Klar. Ich kann dir zeigen, wie man mit Einhandwaffen kämpft. Nee, Einhandwaffen jetzt nicht. Wegen Angus und Hank. Wegen Angus und Hank. Hör bloß auf mit der Sache. Die beiden haben sich wahrscheinlich vom Banditen umbringen lassen. Und Angus hatte meinen Ring dabei. Na gut, eigentlich war es sein Ring. Er hat ihn beim Würfeln gewonnen. Aber ich hätte ihn mir wieder zurückgeholt. Und jetzt ist er weg. Wenn du meinen Ring findest, dann bring ihn zu mir zurück. Du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Okay, leg ich wieder hin. Hervorragende Idee.
Okay, guck mal, gibt es da hinten auch noch welche? Hier ist eine Höhle. Ah, Samuel. Hey, du. Ja, neues Gesicht. Was willst du? Rum oder was Stärkeres? Ich will mit dir über Francis reden. Hör mir bloß auf mit diesem Möchtegern-Captain. Er sitzt sich den ganzen Tag den Hintern breit und kommt sich wichtig vor. Wir würden alle gern wissen, welcher Teufel den Captain geritten hat, ausgerechnet ihm das Kommando zu übertragen. Was willst du von dem Schnösel? Ich muss in Gregs Hütte. So, und was willst du in der Hütte? Ich brauche eine Banditenrüstung. Francis würde dich nie freiwillig in die Hütte lassen, damit du ein paar von Gregs Sachen mitgehen lassen kannst. Es sei denn... Ja? Du hast was, was er unbedingt haben will. Ich weiß, dass Francis in einer verlassenen Mine im Canyon irgendwas versteckt hat. Hab mal mit ihm zusammen Wache geschoben. Er ist wie immer eingepennt und hat im Schlaf davon gefaselt. Ich habe keine Ahnung, was er da verbuddelt hat, aber vielleicht ist es ihm so wichtig, dass er dich dafür in die Hütte lässt. Wenn der Captain wiederkommt und ein paar von seinen Sachen fehlen, zieht der Francis das Fell über die Ohren. Gib mir rum, ich will was Stärkeres. Ah, ein Suchender. Nee, das bitte nicht. Auf der Suche nach neuen Rezepten. Ein echter Schnaps sollte klar und stark sein. Er muss die Kehle runterfließen wie flüssiges Feuer. Das findet man verdammt selten. Aber ich rede wieder zu viel. Du willst was trinken? Hier, mein eigenes Rezept. Wie findest du das? Es heißt schneller Hering. Schneller Hering erhalten? Ja, das will ich meinen. Du kennst nicht zufällig selber gute Schnapsrezepte? Falls doch, musst du sie mir unbedingt verraten. Willst du noch einen? Nö, nicht noch einen. So, was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Okay, Sumpfkraut hat er hier. Keine Sumpfkraut. So, was gibt's Neues im Lager? Seit Greg weg ist, passiert hier nicht viel. Morgan und die meisten seiner Jungs lassen sich den ganzen Tag volllaufen. Der Einzige, der ein bisschen was macht, ist Henry. Er zieht mit seinen Jungs die Palisade hoch. Wird Zeit, dass Captain Greg wiederkommt und diesem Francis mal ordentlich in den Hintern tritt. Okay, mehr hat er jetzt nichts, was... Okay, warte mal, da ist ein Lurker. Ne, ein Warane. So. Nice. Aber die machen wir nochmal. So. Jo, komm, triff den doch. So. Ich raff nicht, warum manchmal nur wenig Schaden kommt. Gibt's da drin auch noch was? Ein Schattenläufer, okay. Nice. So, jetzt würde ich gerne was sehen wollen. Wo haben wir die Fackeln? Fackel. Da. So, alles mitnehmen. Spruchrolle, nice. Goldene Halskette. Hat aber auch ordentlich Schaden gemacht. Ich hatte jetzt aber auch nicht erwartet, dass hier ein Schattenläufer ist. Okay, aber weiter geht's jetzt hier auch nicht, ne? Ja, okay. Warte mal.
Wie viel Gold haben wir? 10.500 haben wir. Nun, wir haben alle einmal kurz kennengelernt. Außer Francis. Aber was Francis angeht, müssen wir zuerst in den Canyon. Seinen Schatz finden, suchen. Okay. Auf jeden Fall noch mehr Heilpflanze. Hier ist ja richtig viel versteckt. So, noch eine Heilpflanze. Gibt es hier noch mehr? Ey, aber die Piraten sind echt nett. So, da oben hatten wir noch jemanden. Das ist Francis. Okay, dann reden wir mit ihm erstmal noch nicht. Ihn lassen wir als einziges erstmal links liegen. So, können wir mit Pirat reden? Ist doch alles nur geredet. Diese Hitze am Feuer macht durstig. Sag mal, hast du einen Grog für mich? Hier, nimm einen Schluck. Hier, nimm einen Schluck. Danke, Mann. Was machst du hier? Was machst du so? Ich muss mich um die gefräßige Mannschaft hier kümmern. Deswegen stehe ich hier Tag und Nacht und brate mir einen Wolf. Dabei würde ich viel lieber am Strand und im seichten Wasser nach angespültem Treibgut suchen. Letzte Woche ist vor der Küste ein fettes Handelsschiff auf Riff gelaufen. Und die ganzen guten Sachen werden jetzt an Land gespült. Hoffentlich löst mich hier bald mal einer ab. Was ist mit deiner Stirn passiert? Was kannst du mir über Francis erzählen? Was kannst du mir über Francis erzählen? Francis, der spielt sich auf, als wäre er unser Captain. Aber wart mal ab, wenn Greg wieder da ist. Dann kriecht er wieder unter seinen Stein und ist klein wie ein Flusskrebs. Wenn du mich fragst, verarscht er uns alle. Ich wette, er arbeitet in die eigene Tasche. Von mir hast du das nicht. Und solange es keine Beweise gibt, würde ich das an deiner Stelle auch nicht laut rumerzählen. Was ist mit seiner Stimme passiert? Jetzt ernsthaft. Nicht draufgekommen. Und sonst? Die Banditen sollen ruhig angreifen. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Das ist doch alles nur Gerede. Okay, gab es hier nicht noch jemand namens Pirat? Von mir erfährt keiner was. Ich würde mal speichern, wieder auf die 1. Ich hätte das anders gemacht. Und dann mal in Richtung Canyon laufen. Beziehungsweise, warte, mit Henry müssen wir ja nochmal reden. Ich will deinen Enter zucken. Nee, ich will noch gar nicht. Ich will mich noch nicht entscheiden. Da haben wir Alligator Jack. Muss ich mit ihm vielleicht reden? Hey. Kennst du Angus und seinen Freund Hank? Kennst du Angus und seinen Freund Hank? Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Außerdem hätte ich nichts dagegen, wenn die beiden auch nicht wieder auftauchen. Warum? Ach, die Penner haben ständig am See rumgehangen und das Wild vertrieben. An welchem See hängen sie ständig rum? An welchem See hängen sie ständig rum? Erinnerst du dich an unsere Jagd? Ja. Der See in dem Talkessel. Dort habe ich sie meistens gesehen. Okay. Warte mal, also das war... Der da hinten, also den da unten, wo die Lurker auch waren. Müsste ich da suchen? Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die tot sind. Also mal gucken. Vielleicht finden wir die auch. Da sehe ich noch was rumliegen. Wein, Grog, Schafsfell, Käse, Brot. Bones. Wo ist Malcolm hin? War hier nicht ein Malcolm? Ist er tot? Ist er weg? Na,
noch eine Waldbeere. So, wenn wir da runterspringen würden, kämen wir auch wieder hoch. Das sieht wie eine Höhle aus. Hier haben wir eine Fackel. Wo kommt die Fackel her? Und nochmal Pfeile, okay. Langbogen, Pfeil, Bruchrolle. Kann man hier ganz normal springen? Also ins Wasser rein? Ich glaube, hier will ich nicht unter Wasser sein. Jetzt ist nur die Frage. Da ist eine Höhle. Da ist auch Loot, okay. Kommt gleich noch jemand? Werden wir noch angegriffen? Nope. Gibt's aber einen Trank? Noch einen Trank? Hank! Dann ist das hier Angus. Okay, dann. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir das so schnell rausfinden. Ich habe gedacht. Ich habe gedacht, ich stelle mich ein bisschen blöder an oder so. Die rauszufinden, wo die sind. Anscheinend bin ich doch nicht so blöd. Oder das war nur Glück? Na, Glück. Wäre wahrscheinlich nur Glück gewesen. Wie viel brauche ich eigentlich noch für die nächste Stufe? Okay, noch sehr viel. Denn ich würde schon gerne auch zusehen, dass ich mal die Armbrust hier skille. Das sieht aus, als könnte man auch noch nach da oben. Hier. Das sieht aus, als könnte man hoch. Ja. Hier ist ja auch noch jemand. Owen? Alles klar. Wer bist du denn? Bist du einer der Banditen? Sehe ich etwa so aus? Nein. Nach deinen Klamotten zu urteilen, kommst du von weit her. Was ist los? Was ist los? Mein Kumpel Malcolm ist weg. Uns hat so ein Mistvieh von einem Lurker angegriffen. Da sind wir in diese Höhle geflüchtet. Leider kam der Lurker uns nach. Malcolm hat gegen ihn gekämpft und ist da mit dem Biest zusammen in das Loch da hinten gefallen. Da unten scheint Wasser zu sein. Der Lurker und Malcolm kämpften da unten noch eine Weile. Dann war es still.
Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder schon tot ist. Wie kommt man denn diese Felsspalte runter? Wie kommt man denn die Felsspalte runter? Keine Ahnung. Entweder man klettert runter oder man springt. Und sonst? Und sonst? Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich niemals Pirat geworden. Die Felsspalte hier? Ich glaube, hier will ich nicht runterfallen. Tut mir leid, Malcolm ist dann wahrscheinlich tot. Gehe ich mal von aus. So, wir haben aber jetzt auch wieder sehr viele Quests. Neu, auf jeden Fall neue. Und ich hoffe, wir kriegen dadurch es hin, nochmal zwei ein bisschen besser zu skillen, Stärke zu maximieren, nochmal zu erhöhen. Und ja, okay, Lebensenergie müssen wir auch noch erhöhen. Und auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!